Okay, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Fortuna Köln gegen Dynamo Dresden. Endstand 5:1 für die Gäste aus Dresden. Das Spiel heute sahen 3.341 Zuschauer. Ich darf beide Trainer begrüßen, Uwe Neuhaus für Dresden und Uwe Koschinat für Fortuna Köln. Und dann hat der Gast das erste Wort. Ja, danke. Ja, natürlich, 5:1 auswärts gewonnen, ist man mehr als zufrieden. Man ist glücklich, dass man das im Vorfeld als schwer ausgemachtes Spiel dann so bestreiten konnte. Das ist natürlich vom Spielverlauf optimal für uns gelaufen, das muss man so sagen und so sehen. Das 1:0 von Albe mit dem ersten Torschuss passte genau unten rein. Dann relativ zügig das zweite Tor oben drauf fürs 2:0 auswärts. Lief alles in unsere Richtung und dann hatten wir noch dreimal die Chance, das Ergebnis zu erhöhen in der ersten Halbzeit. Und darüber ärgert man sich natürlich, weil man dann mit einer 2:0-Führung in die Kabine geht und man genau weiß, in der Halbzeitansprache des Gegners, da werden nochmal alle Reserven hervorgeholt und mit dem Anschlusstreffer fängt das Kopfkino an und dann kann alles passieren. Und deswegen, die Konterchancen hätten wir schon besser verwerten müssen. Aber auch dann in der zweiten Halbzeit wieder eine Standardsituation mit dem 3:0 war, glaube ich, so ein bisschen der Druck raus und dann haben wir das 4:0 oben drauf gelegt und dann war das Spiel eigentlich entschieden und dann fing eigentlich auch unsere schlechteste Phase an, wo man so jeder meint, okay, jetzt kann man kombinieren und weiterspielen und das haben wir ein bisschen zu lässig genommen, haben wir manche Dinge nicht richtig gemacht, die wir vorher richtig gemacht haben. Es ist aber auch normal, dass die Mannschaft dann so reagiert. Für mich war wichtig, dass wir mit einer Top-Einstellung in dieses Spiel gehen. Das haben wir hundertprozentig erledigt und so die Reihenfolge der Tore war genau passend für uns. Deswegen war es auch ein hochverdienter Sieg und wir sind da natürlich sehr, sehr zufrieden. Drückt der Fortuna für die nächsten Wochen natürlich die Daumen. Dankeschön. Danke, Herr Manus. Dann Uwe, deine Worte zum Spiel. Ja, dass wir heute gegen jedenfalls meiner Beobachtung die wahrscheinlich stärkste Mannschaft der Liga verloren haben. Ich glaube, das könnte man ein Stück weit verkraften, wenn die Art und Weise nicht so demoralisierend gewesen wäre. Ich kann auch schon nachvollziehen, weil ich ja selbst auch mal gespielt habe, das Gefühl, so ein Spiel natürlich für Einzelne auf dem Platz nach 10 Minuten im Grunde genommen schon erledigt ist, weil ich glaube, dass ein Fußballer, gerade wenn er so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hat, ob möglicherweise Dinge sich auf dem Platz noch verändern lassen oder ob die Überlegenheit, anders formuliert, die eigene Unterlegenheit an einem solchen Tag vielleicht zu groß ist. Ich glaube, das war mit Sicherheit heute ein Stück weit zu spüren, weil wir mit Sicherheit in vielen Situationen schon auch qualitativ unterlegen waren. Aber ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viele Situationen heute auf dem Feld gesehen, wo die Unterlegenheit zwischen uns und Dynamo Dresden eigentlich nicht so groß ist. Ich nehme mal so dieses einfache Beispiel, eine unglaubliche Domäne eigentlich von uns, das Verteidigen defensiver Standardsituation. War heute natürlich absolut schwach und hat natürlich auch am Ende mit dem 2 und 3:0 den Weg für Dynamo Dresden geebnet. Ich glaube, da hat man heute gesehen, dass wir in diesen Situationen unterlegen waren, aber diese Unterlegenheit hätte sich eigentlich so nicht ausdrücken dürfen. Ich denke, dass wir insgesamt auch nach dem 0:2 sehr handlungslangsam waren. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal leider Gottes in den letzten Spielen gesehen, dass wir Situationen nicht gut vorerahnt haben, dass wir dann einfach nicht mutig genug auch in Situationen handeln. Und am Ende war das dann schon eine klare Sache. In welcher Form muss ich mich hinterfragen? Ich glaube, das ist nach einem solchen Spiel auch der wichtigste Faktor. Ich muss logischerweise für zum einen Personalentscheidungen gerade stehen, die sich durchdacht immer ganz gut anhören. Auch für einen selbst. Ich habe das schon mit voller Überzeugung getan, die heute aber nicht so aufgegangen sind. Das muss man in der Klarheit sagen. Und zum Zweiten muss ich mich logischerweise auch hinterfragen, warum ein so erfahrener Trainer wie der Uwe Neuhaus es möglicherweise schafft, Spieler doch brutal besser zu machen. Brutal besser zu machen, weil am Ende war das ja gegenüber dem letzten Jahr keine komplett andere Mannschaft. Währenddessen wir augenscheinlich, zumindest heute in diesen 90 Minuten, ein Stück weit auf unserem Niveau stehen geblieben sind und es möglicherweise auch rückwärts entwickelt haben. Das erkläre ich zum einen mit dem negativen Spielverlauf, überhaupt keine Frage.
Auf der anderen Seite ja, war es heute schon eine brutale Demonstration, mit welchem Tempo Dynamo Dresden umschaltet. Wie sehr auf einmal einer Osman, keine Ahnung, was du mit dem gemacht hast, dass der auf einmal in beide Richtungen Fußball spielen kann, nach hinten vielleicht sogar mittlerweile besser als nach vorne. Das ist dann schon fantastisch. Ich glaube, da muss ich mich als Trainer als allererstes hinterfragen, weil da beginnt logischerweise meine Arbeit und dann muss ich das Ganze auf die Spiele übertragen. Das waren auch so meine letzten Worte im Kreis. Ich glaube, es ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir uns schon ein Stück weit hinterfragen, ohne uns komplett in Frage zu stellen. Denn es wird mit Sicherheit auch wieder Spiele geben, bei denen wir deutlich mehr auf Augenhöhe mit den Gegnern sind. Aber wir werden eben leider in dieser Liga kein einziges haben, wo wir von vornherein komplett überlegen sind. Dafür reicht unsere Qualität dann vielleicht nicht. Und dann müssen wir eben wieder an unsere 100% kommen. Dann müssen wir nur noch Nuancen einfach wieder besser Fußball spielen, um auch wieder Punkte zu holen. Dynamo Dresden wird wahrscheinlich für uns, leider Gottes, das muss ich heute so feststellen, kein Maßstab sein. Aber natürlich müssen wir sehr aufpassen, dass dieser Trend der letzten beiden Spiele gestoppt wird. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, eine ganz sensible Geschichte für einen Trainer und da wird die kommende Woche hoffentlich vernünftige Aufschlüsse geben. Dankeschön. Danke, Uwe. Gibt es Fragen von der anwesenden Presse? Ja, Christian. Florian Hörnig ist nach dem Spiel sehr hart mit sich selbst und auch vor allem mit den anderen erfahrenen Kameraden ins Gericht gegangen, dass da die Führung auch für die jungen Spieler gefehlt hat, jetzt nicht nur heute, sondern auch schon in Wiesbaden. Wie siehst du das? Ja, prinzipiell ist es ja ein Geschenk für einen Trainer, wenn das nicht in irgendeiner Form gespielt ist, sondern wenn es wirklich ernst gemeint ist. Also die einfachste Variante ist ja die, die heute nicht gespielt haben, mit dem Finger auf den Alten zeigen, der sie nicht aufgestellt hat, so nach dem Motto, mit mir wäre es besser gelaufen, dass diejenigen, die auf dem Platz gestanden haben, so mit der Meinung auf dem Feld gehen, naja, ich habe mein Ding eigentlich ganz ordentlich gemacht oder hätte es viel ordentlicher machen können, wenn der Trottel neben mir nicht so eine Scheiße spielen würde. Das ist ja dann sehr, sehr leicht, ne? Weil dann sind wir irgendwo so in einem Faktor, wir schieben die Schuld auf andere. Und fangen nicht bei uns an. Das scheint bei Flo mit Sicherheit sehr, sehr ausgeprägt zu sein, aber mit Sicherheit nicht nur bei ihm. Aber es reicht logischerweise nicht, nach dem Spiel irgendwo mit sich hart ins Gericht zu gehen, sondern logischerweise müssen wir uns gewisse Dinge auch einfach wieder erarbeiten. Und ich glaube, da liegt schon eine sehr, sehr reizvolle Trainingswoche vor uns, denn in Münster, glaube ich, wird es nicht so viel fundamental leichter. Aber es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Anfang. Wenn die Spieler einsehen, dass es nicht ausschließlich nur an der hohen Qualität des Gegners gelegen hat, sondern dass wir unser Schärflein da auch zu dieser deutlichen Niederlage ein Stück weit mit beigetragen haben. Keine Frage. Gibt es weitere Fragen? Ja, Stefan. Du hast das gerade schon kurz angeschnitten. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer ausführen, deine taktischen Überlegungen und was da jetzt letztlich nicht begriffen hat aus deiner Sicht? Naja, zum einen habe ich Dynamo Dresden schon so analysiert, dass ich wusste, dass es eine ganze Menge Dinge gibt, die sehr, sehr fies werden können auf dem Feld. Weil leider Gottes haben die eben nicht mehr nur zwei, drei Varianten, wie beispielsweise sehr, sehr gefährliche Standardsituationen, sondern mittlerweile haben sie eben auch diese fantastische Mischung aus fußballerischer Qualität und sehr, sehr robuster Spielart. Insofern war es zum einen klar, dass wir mit unserer vielleicht etwas einfacher strukturierten Art dann auch schon um den Strafraum herum deutlich mehr ziehen müssen, als uns das in der ersten Halbzeit zumindest bis zur 30. Minute gelungen ist. Unser Plan war es ganz klar, bei eigenem Ballbesitz sehr, sehr viel über Johannes Rahn zu spielen. Also das heißt, in den Rücken von Texera zu kommen, dort um den Strafraum, um Situationen zu ziehen, ähnlich wie wir das gegen Cottbus und Magdeburg gemacht haben. Da sind leider Biada und Königs heute nicht so durchschlagskräftig gewesen. Darüber hinaus hat natürlich Jo auch einfach eine zu geringe Zahl an Bällen tatsächlich verlängert. Ich glaube, Hefler hat man heute gesehen, ist einer der absoluten Unterschiedsspieler in dieser Liga, an dem ist einfach alles abgeprallt. Das fällt uns dann natürlich schwer, mit unserer Art dann tief in die Hälfte des Gegners zu kommen. Darüber hinaus haben meine beiden Innenverteidiger natürlich mit dem Rückstand auch ein Stück weit Sicherheit verloren. Wir waren nicht so mutig im Antribbeln gegen eine Spitze, das dann wichtig ist, um den Gegner überhaupt mal in Bewegung zu bringen. Das waren so die beiden Pläne bei eigenem Ballbesitz, die am Ende vielleicht auch aufgrund des Ergebnisses nicht so aufgegangen sind. Darüber hinaus hatten wir vor, in einer sehr, sehr engen Raute das Zentrum dicht zu machen, um den Gegner möglichst aus dem Zentrum herauszuhalten, um das Spiel etwas mehr auf die beiden Außenverteidiger zu verlagern. Ich habe dann Einlass schon stark, ja, letztendlich meine Jungs darauf vorbereitet, dass er permanent in Tiefe geht, wie beispielsweise beim 0-4. Dass er dann aus der mittleren Position heraus nach innen kippt und einen Torabschuss hat ohne Gegenwehr, zeigt natürlich zum einen seine große Variabilität, zeigt zum anderen aber auch, dass wir in einer Überzahlsituation 25 Meter vor unserem Tor natürlich brutal passiv verteidigt haben. Und das ist heute hart bestraft worden. Und das waren so Ideen. Theoretisch, glaube ich, war das jetzt nett. Aber logischerweise eine 5-1 verdienen, weil wir es scheiße. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht mehr, dann vielen Dank für das Interesse und Dresden. Dankeschön.